Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. So, das waren ja jetzt 40 km/h. Dann machen wir mit dem mal noch 70 km/h. Würde ich mal behaupten. Ich mache ESC wieder an. So, wir schauen mal, ob ich auf 70 komme, ob ich es hinbekomme. Gut, sind jetzt 80. 80 sind ja fast 70. Dann machen wir noch langsamer. 16-fach. Ja, das sieht schon schlimmer aus. Die Türen gehen wahrscheinlich auch nicht mehr auf. So. Nee. Gut, mit viel Gewalt, man sieht's. Mit viel Gewalt gehen sie dann doch auf. Und hier ist, glaube ich, es müsste ein Totaler sein. Obwohl, wir sind noch nicht im Innenraum, ne? Innenraum sieht doch gut aus. Schade, dass es keine Airbags gibt. Das wäre auch nochmal, würde auch nochmal interessanter aussehen dann. Gut. Dann tauschen wir den hier mal aus. Gegen so ein. Ist zwar auch ein SUV, aber dann nehmen wir mal den großen Elektro. Weil der hat einen Akku unten drunter. Entschuldigung. Und der Akku macht ihn natürlich stabil. So. Aus die Maus. Gut. Und dann nehmen wir hier auch einen anderen. Dann nehmen wir den hier. Ah ja, war ja der andere auch. Klar. Aber hier nehmen wir den. Wo ist er? Den Vivage. Das andere war der Thorak, ne? Ja. Andere Farbe. Silber. Oh, der andere hat eine falsche Farbe. Stimmt. Ja, so Silber ist das nicht. Egal. So, dann schauen wir mal. Vollgas. Okay, dem seine Beschleunigung hält sich in Grenzen. Das ist... Oha. Das war nicht die Mitte. Aber deutlich heftig. Okay, aber nochmal. Mit Mitte diesmal. Hey, ja, Hoffmann. Also. Ha! Der Elektromotor. Putzig. Ja, kein Frank. Gut. Hätte sich gelohnt, wäre noch viel Platz. Ja.
Ja, Kofferraum ist ganz okay. Interessantes Sitzdesign. Naja, gut. Rums. So. Den machen wir wieder aus. Moment mal. Tograk, sehe ich gerade. Nicht Thorak, sondern Tograk. Tograk. So, jetzt ist die Zündung ganz aus. Und das hier ist ja auch... ja. Das ist eigentlich der gleiche, ne? Ja, der sieht ziemlich ähnlich aus. Gut, dann versuche ich den jetzt mal besser in die Mitte zu treffen. Das hier ist auf 16-fach, sehr gut. Jo. Da versuche ich dem mal besser die Mitte zu treffen. So, ich gebe weiterhin Gas. Kann ein bisschen rüber lenken. Eventuell, so. Das müsste besser die Mitte sein. Ja, das, Tür geht auf, aber nicht mehr zu. So, diese Türen, die machen gar nichts mehr. Ja, nein, da möchte man nicht drin sitzen. Okay. Der sieht heftig aus. So, dann versuchen wir mal etwas langsamer. Ich guck mal, ob das geht. 38. Ich kann hier nicht plus machen. Ich weiß nicht. Anblinkanlage. Wenn ich die anmache, dann wird er langsamer. Hä? Okay, aber genau 30. Ah, dieses Rautezeichen. Also die Tastaturbelegung, stimmt irgendwie nicht. So, 30 km/h. Die Türen gehen... Naja. Die geht schon nicht mehr auf. Die Tür ist schon ziemlich kaputt. Das hier geht noch, wie ich finde. Schon heftig.
nicht mehr zu. Was passiert, wenn ich da jetzt drauf fahre auf die Tür? Oh, ist der falsche. Upsi. Die Tür etwas umgefaltet. Komm, ich schieb dich an, ich helf dir. Oh, huch, da war eine Leitplanke. Okay. So. Da muss ich nochmal probieren, hier. Wird aber jetzt nicht mehr. Ne, nur 30. Da ist auch die Rekuperation so krass eingestellt. Moment mal. Ja. So, Rekuperation aus. Versuche mal bei 70 einzustellen. Ja, okay, 77. Er rollt. Und er fährt noch. Und er dreht durch. Oh mein Gott, er fährt von allein. Hilfe! Der Autopilot dreht durch. Er fährt mich nach Hause. Er will mich nach Hause fahren. Ob ich den wohl treffe? Okay, ich muss mal was probieren. Ich muss schon wieder rumblödeln. Es geht einfach nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Was passiert wohl, wenn hier einer steht? Halt mit Warnblinkanlage mit offenen Türen und ein anderer sieht das zu spät und fährt einfach viel zu knapp dran vorbei.
muss ich natürlich gut treffen. Und tschüss. Das war's mit den Türen. Aber ihm hier ist nicht viel passiert, oder? Ja, doch. Was sind wir? Hier sind wir dagegen, ne? Rechte Seite. Der erinnert mich irgendwie an Nissan Leaf. So ein bisschen. Der neue Nissan Leaf. Aber vorne gar nicht, überhaupt nicht. Aber hier so die. So den Teil so. Moment. Kamera, stell doch mal scharf. Das hier ist nämlich ein Modell eines Nissan Leaf. Und ich finde da hinten. Der hintere Teil. Oh, jetzt hat das. Aber voll, oder? Naja. Gut. Ziemlich Nissan Leaf, würde ich sogar behaupten. Ja. Hier, die Türen. Sonst ist ja hier nicht viel passiert, ne? Nur die Tür. Ja, gut. Ich hätte jetzt auch nicht vermutet, dass die noch zugehen. Okay, der hat ja offensichtlich eine Panne. Das heißt, wir müssen dem helfen. Der hat aber die Handbremse drin. Der muss die Handbremse lösen. Okay, der tut auch noch. Obwohl das Hinterrad ein bisschen sehr weit drin ist. So, wie ist das, wenn wir den jetzt fahren lassen? So, und ihn dann nochmal beschleunigen. Er will weiter.
Ja, das Problem ist, ich könnte mal was versuchen. Okay, der gibt jetzt die ganze Zeit selber Gas. Der ist jetzt offensichtlich kaputt. So, der fährt jetzt hier und wir fahren hier. Wow. Getroffen. Alter Schwede. Okay. Yo, das ist geil. Das probieren wir in der nächsten Folge. Ich glaube, Seitenaufpralle haben wir genug. Da fällt mir was ein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder ist. Time to play hier bei BeamNG Drive. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.